Turbo Yoshi, wir zählen auf dich. Wir haben nur noch wenige Sekunden und müssen einmal zwischen dieser Wand durchlaufen. Oh, oh, beeil dich, bevor wir zerquetscht werden. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Galaxy 2. Hier auf Katze, der Schabernack-Komet wartet auf uns in der Schüttelschieber-Galaxie. Wir kommen! Kometenalarm! Achtung, Achtung! Beeil dich! Schattenschüttelpanik! Oh nein! Ich kann mir schon denken, worum es geht. Es geht um Schatten-Marios, stimmt's? Ich muss also hier durch diesen Parcours, ohne dass mich irgendein Schatten-Mario berührt. Na gut, ich würde sagen, Herausforderung angenommen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. So, immer schön schütteln. Die Situation kennen wir schon. Aber jetzt nach der Röhre sollte es, denke ich, losgehen. Ja, natürlich, da erscheinen sie schon. Die Schatten-Marios. Mit Sicherheit sind es mindestens 4 oder 5 Marios, die mich dann hier verfolgen werden. Okay, also, wie heißt es so schön, immer in Bewegung bleiben und je nachdem langsam laufen. Hauptsache nicht stehen bleiben. Ich glaube, stehen bleiben ist immer eine schlechte Idee. So, erstmal hier vorsichtig durch und zur Checkpoint-Fahne. Jetzt verliere ich hier natürlich für den Rückwärtssalto ein bisschen. Nein, zum Glück gab es eine Checkpoint-Fahne. Aber ich verliere da immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Zeit, Energie. Auf jeden Fall gibt es da die Möglichkeit, von den Schatten-Marios Mario doch noch zu berühren. So, Achtung, ah, nein, nein, ich dachte schon, das geht schief. Weiter Sprung, Drehattacke. Auch hier schnell drüber, Drehattacke. Hier muss ich kurz Zeit überbrücken. So, dann auch hier kurz überbrücken, Rückwärtssalto schnell weg, Drehattacke und weiter. Wir haben es irgendwie ganz gut gemeistert an der Stelle. Aber noch haben wir nicht gewonnen. So, jetzt kommt der letzte Bereich. Wenn wir das noch meistern, dann haben wir die, die Marios erfolgreich ausgetrickst. Es hat irgendwie funktioniert. So, und bloß weg hier, bloß weg hier. Wenn es so weitergeht, dann schaffen wir es noch. So. Jetzt hier an den Rand. Rüber und let's go. Jetzt wird spannend. Die letzte Etappe. Ja. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Drehattacke, Sprung, Drehattacke, Sprung, Drehattacke, Sprung. Ja! Okay. Jetzt nur noch das hier öffnen. Nein, nein, Vorsicht! Oh. Fast hätte mich ein Schatten-Mario berührt. Aber das wäre nicht mal so schlimm gewesen, da ich ja noch alle 3 Energiebalken hatte. Puh. So, geschafft. Stern erhalten. Sehr, sehr cool, Mario. Und wir kehren natürlich zurück und haben wieder einen Stern erhalten. Cool. Uns fehlen nur noch 2, bis was ganz Besonderes im Spiel passiert. Also, es ist Zeit, auch die letzten 2 Powersterne einzusammeln. Und einer ist in Welt Nummer 6, nämlich ein Schabernack-Komet in der Welt, in der wir gegen Bowser höchstpersönlich gekämpft haben. Hier, Bowsers Galaxiengenerator. Komischer Titel für die finale Welt, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich das schon beim letzten Mal erwähnt hatte, aber spätestens jetzt. Beeilung, Bowsers geheimer Stern. Hier im Kometenalarm. Ah ja, anhand der Uhren könnt ihr euch schon denken, was hier die Aufgabe sein wird. Beeilung, Beeilung! Let's go, Mario! Nur keine Müdigkeit vorschützen. 30 Sekunden haben wir dafür. Okay, alles klar. Dann schön alles einsammeln, was wir einsammeln können. Und hier geht's nach unten mit uns. Schönen guten Tag, meine lieben Boomerang-Freunde. So, Nummer 1. Nummer 2 folgt zugleich. Und wir können direkt zur Uhr und dann weiter flitzen. Let's go! Hier nur nicht treffen lassen. Und bitte, warum fliege ich denn so tief? So. Nein! Nein, Mann! Oh, Teppichtörtchen. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut.
Na gut. Also, auf ein neues. Ich passe besser auf. Jetzt hier rüber. Diesmal sollte ich das doch ein bisschen besser hinkriegen, oder? Rückwärtssalto. Sehr schön zum Stehen und direkt weiter. Komm, komm, komm. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn da gerade schiefgelaufen? So, Treffer 1. Und Treffer 2. Wir holen uns die Uhren. Und dann geht's weiter. Waren die ursprünglich nicht Hammerbrüder? Warum sind jetzt Bumerangbrüder an der Stelle auffindbar? Oder warum versuchen sie uns aufzuhalten? Die kommen doch eigentlich erst viel später. Naja, was soll's. So, weiter, weiter, weiter. Schön mit der Blume. Und dann können wir hier abspringen. Perfekt. Wieder ein Zehner. Wir holen uns den Bohrer und dann bohren wir uns natürlich dadurch. So, nächster Abschnitt. Wo sind wir? Okay. Ah ja, genau. Das war die Stelle mit all den Kugelwillis, die aber in dieser Bonusaufgabe wahrscheinlich nicht existieren. Wo sind denn die Kugelwillis? Die sind wahrscheinlich auf einer Spritztour, fliegen quer durch das Land von Bowser. So, und jum. Einmal durchgebohrt und auf zum Stern. So, knapp 40 Sekunden. Also mal sehen, wie wir uns jetzt hier schlagen werden. Denn das ist durchaus ein Bereich, der ein bisschen ja, komplizierter ist. Weil man nicht weiß, wie lange möchte man mit diesen Zahnrädern im Kreis ja, fahren. Weil man so vielleicht noch an eine besondere Uhr kommen würde. Ich hoffe einfach mal, dass ich keine wichtige Uhr verpasse. Nicht, dass wir später ein kleines Zeitproblem haben. So, hier sind auch kleine Kugelwillis gewesen. Scheinen aber auch nicht mehr da zu sein. Umso besser für mich. Und, oh, die Uhr. Ja, perfekt. Fast eine Minute Zeit haben wir. Das ist gut. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert, wie ich finde. So, hier rüber. No, schade. Ich hätte gerne die Blume noch gehabt. So, ja, das war doch gut. Das war doch sehr, sehr gut. Und jetzt schön nach oben. Perfekt. Rückwärtssalto hoch und weiter, weiter, weiter. So, nein, 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 nicht ganz so, aber dafür so. So, und jetzt mit dem Stern. Nächster Abschnitt. Gute 35 Sekunden bleiben uns noch. Ah, stimmt. Jetzt kommt noch diese Magma-Wand. Da brauchen wir jetzt gleich Turbo-Yoshi. Mit Yoshi werden wir hier und da noch ein paar kleine Aufgaben bewältigen. Den holen wir uns als allererstes Mal. Und ganz interessant, habt ihr gesehen? Wenn ich als Wolken-Mario auf Yoshi springe, verliere ich meine Wolkenfähigkeit. Komisch, dass das so ist, dass ich als Wolken-Mario nicht auf Yoshi reiten kann. So, egal, nicht so schlimm. Das ist ja an der Stelle auch nicht wichtig. So, wo ist die Pflanze nochmal? Ich habe nur noch wenige Sekunden. Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Oh, 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 da vorne ist eine Uhr. Oh, nein, 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 nein. Schnell dadurch, schnell dadurch, schnell dadurch, schnell dadurch. Ich brauche dringend Uhren. Ich habe nur noch 15 Sekunden. Da, jetzt kommen immer wieder ein paar Uhren. So, einsammeln. 21. Wir nehmen den rechten Pfad. Der führt uns zu einer weiteren Uhr. Damit haben wir 23. Und zwei sind auch in greifbarer Nähe. Ah, Vorsicht! Schnell die Uhr holen und dann weg hier, bevor das Monster auftaucht. Okay, jetzt sieht das doch wieder ganz gut für uns aus. So, jetzt fahren wir hier hoch. Und dann... Oh ja, jetzt kommt noch die blaue Frucht. So, tschüssi! Ja, ja, du triffst uns eh nicht. Aha. Oh, oh, bitte, ich muss da noch landen. Ja, wunderbar. Und jetzt zur letzten Uhr. 9, 8. Ja, ja, das reicht aber. Das ist von der Zeit überhaupt nicht mehr schlimm. Denn jetzt tickt die Uhr nur noch 10 Sekunden. Aber wie gesagt, wir sind ja direkt schon beim Powerstern. Puh. Also, das war jetzt gegen Ende an der Stelle mit dieser Magma-Wand schon sehr knifflig. Wer hätte damit gerechnet, dass das noch hinhauen wird? Aber wir haben es geschafft. Und das ist die Hauptsache. 119. Galaxie komplett. Münzen erhalten und was passiert hier? Mario, ein Brief für dich.
Einladung. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Du findest mich in der Wasserverlies-Galaxie. Mach hin, ich warte nicht gerne. Dein Wanderaffe. Okidoki. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Toady. So, rein mit uns. Die Wasserverlies-Galaxie wartet auf uns und das ist diese hier. Das hat mich ja schon von Anfang an gewundert, dass wir nicht da noch den nächsten Stern abholen können. Außerdem kam da nie irgendwie eine ein Schabernack-Komet vor, oder? Highscore-Jagd in der Unterwasserhöhle. Der kratzt sich erst einmal, der blaue Affe. Cool, ich bin auf jeden Fall bereit. So. Hallihallo, mein lieber blauer Affe, wie geht es dir? Ich hab auf dich gewartet. Hallo auch, du hältst dich recht gut da draußen. Um mich zu schlagen, musst du aber früher aufstehen. Schließlich bin ich der legendäre Wanderaffe. Ach, hab ich dir das schon erzählt? Nun gut, du würdest wohl kaum mit mir reden, wenn du nicht mit mir spielen wolltest. Bei 10.000 oder mehr erreichten Punkten gebe ich dir vielleicht diesen Powerstern. Oder auch nicht. Willst du es versuchen? Ja, natürlich. Dein Ziel sind 10.000 Punkte. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ja, das denke ich allerdings auch. Okidoki, dann wollen wir doch mal sehen. Jetzt rutschen wir erst einmal hier hinunter. Und... Ach so, ja genau. Ich soll nicht einfach nur rutschen, sondern ich muss wahrscheinlich Gegner besiegen, als auch Münzen einsammeln. So. Also 10.000 insgesamt. Mal sehen, wie das hier ablaufen wird. So, let's go! Schön unter Wasser unterwegs. Da, 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 das schaffen wir. Das hoffe ich zumindest. Oh, ganz viele Gegner. Okay, okay. Einfach alle, ja, mit unserem Lichtstrahl verschwinden lassen. Denn dadurch erhalten wir auch wertvolle Punkte. Und die Münzen einzusammeln, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir ja schon die Hälfte. Das ist schon mal ein guter Wert, denke ich. Oh nein, ein bisschen was verfehlt. Komm, 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 komm. Oh Mann, oh. Egal. So, dadurch, Mario, dadurch. Ja, perfekt. Münze eingesammelt. Nochmal eine Münze eingesammelt. Und dann hier durch. Quer weiter geradeaus. Dann surfen wir nach unten. Was kommt als nächstes? Ja, Achtung, Achtung, ich muss hier mal durch. Entschuldigung, ich hab's eilig. So, von der Zeit sieht das aber noch sehr, sehr gut aus. Denke ich zumindest. Wir beeilen uns ja auch stets. Wir bewegen uns stets vorwärts. So, Stampfattacke. Boah, 6730 schon. Achtung, Achtung. Oh, Sternenteile zählen auch. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Das war mir gar nicht bewusst. Deswegen komme ich auch auf diese ungerade Zahl. Hab mich ja eh schon gewundert. So, jetzt. Na komm, ich muss die Geister treffen. Die Geister geben ja auch wertvolle Punkte. Und wir sind ja auch fast am Ziel. Das heißt, so viele Chancen, Punkte einzusammeln, kriege ich ja auch gar nicht mehr. Es würde sich durchaus lohnen, mal hier und da eine Münze einzusammeln. Aber ja, die fallen ja gleich auf den Meeresboden. Und daher ist es gar nicht so einfach. Oder Tunnelboden, wie auch immer. Mir fehlen noch, ja, 230 Punkte. Kommen noch mal ein paar Herausforderungen. Ja, es kommen Münzen. Ja, und Stachelfreunde. Und. Yeah, wir haben es geschafft. Die 10.000 sind uns schon mal sicher. Sehr cool. Boah. Was für ein ultimativer Highscore, den wir hier an den Tag legen. Und gibt's hier noch was? Ja, Münzen. 10 Sekunden noch, wir sammeln die letzten Münzen ein. Und dann wird der Wanderaffe staunen. Komm, die 12.000 schaffen wir noch. Yes! Wie cool! Super, das waren 12.270 Punkte. Du bist nun mein legendärer Rivale. Nimm diesen Powerstern als Zeichen meines Respekts. Und wenn du einmal Zeit hast, kannst du mir vielleicht einen deiner Tricks beibringen? Ja, das lässt sich einrichten. Wir treffen uns einfach mal demnächst und dann zeige ich dir, wie ich das gemacht habe, okay? Okay, so machen wir das. Dankeschön, Mario. Ja, nicht dafür, mein Freund.
So. Und wir haben den 120. Stern erhalten. Ist das korrekt? Oder habe ich mich verzählt? Weil, ja doch, das ist er. Bei 120 Sternen, dann passiert ja was Besonderes, wie schon gesagt. Aber was genau, das erfahren wir jetzt. Beim großen Sternenschweif. Noch ein grüner Passagier. Das, es ist nur, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt geht es um grüne Sterne, meine Lieben. Es sieht fast so aus, als hätte er etwas auf dem Herzen, das er dir unbedingt sagen möchte. Ja, das wird spannend. Und eine Nachricht. Ich habe da einen Brief für den Baby Luma. Mein lieber Baby Luma, ich erwarte bereits unser baldiges Wiedersehen. Wo du auch steckst, ich vertraue darauf, dass Mario uns bald wieder vereint. Hoffentlich hilft euch das beigelegte Geschenk. Möge die Kraft der Sternenteile mit euch sein. Dankeschön. Wow, dem Brief waren ganze 50 Sternteile beigelegt. Und kein Absender. Sonderbar. Das war natürlich Rosalina. Meine Lieben, in der nächsten Folge geht es weiter. Tippt doch in der Zwischenzeit mal auf dieses Video und genießt es. Bleibt katztastisch.